Nächste Frage hat der Reitschuster. Guten Tag vom Platz vor der Bundespressekonferenz. Ron Savelberg war heute hier, der Niederländer, der schon im Frühjahr hier unglaublich erfrischend einen Auftritt hatte. Und ich habe noch eine ganz besondere Überraschung. Ich habe Ron Savelberg im Interview, wo er erzählt, wie er die deutsche Presse- und Politiklandschaft sieht. In meinen Augen sensationell, der Mann. Freuen Sie sich drauf. Vielleicht habe ich es ja vorher schon online gestellt, ansonsten nach dieser Sendung. Also, da freue ich mich, das wird ein Höhepunkt, der Blick aus den Niederlanden. Was war heute hier los? Ja, fangen wir an mit Ron Savelberg, mit seiner Frage. Wie immer in meinen Augen phänomenal, Journalismus vom Feinsten. Hut ab, bitte. Dann die für heute letzte Frage zum Thema Testen, bitte. Herr Kollege. Ja, Rob Savelberg von der Zeitung Telegraf. Herr Spahn, auch nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland sieht man, dass es in Deutschland doch immer wieder so Probleme gibt in der Pandemie, bei der finanziellen Kontrolle. Das ist ja ständig der Fall. Es gab es bei den Masken, sind da viele Menschen aus Ihrer Partei, sind da auch, haben Probleme bekommen. Warum ist das ständig, dass diese finanzielle Kontrolle so problematisch ist? Also Sie haben diese Verordnung geschrieben und jetzt hinterher erst bemerken Sie, dass da quasi die Lizenz zum Gelddrücken überall, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, dass viele das wahrnehmen, diese Lizenz zum Gelddrücken, dass in einzelnen Corona-Teststellen, die wir alle sehen, dass da einfach Leute Tausende, mehrere 10.000 Euro pro Tester schon pro Tag abrechnen können. Also in der Pandemie haben viele Leute Schwierigkeiten, über Wasser zu bleiben, Unternehmer, normale Angestellte. Ich glaube, wir haben Ihren Punkt, wenn Sie das in eine Frage kleiden würden. Naja, das ist ja schon eine Frage, warum es immer diese finanzielle Probleme gibt. Also eben auch bei den Masken gab es das, aber auch jetzt. Also warum haben Sie die Verordnung nicht vom Anfang an einfach richtig geschrieben? Weil normalerweise, also wenn ich was das schreiben möchte... Was ist denn die Definition von richtig? Bitte? Wie wäre denn richtig aus Ihrer Sicht? Naja, dass nicht Tür und Tor für diese sehr große Korruption und Betrug geöffnet wird. Also, zum ersten einmal ist mir, ich will es nochmal einordnen, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Regelung, dass beauftragt werden, also das kann man sich nicht selbst beauftragen. Sie können nicht sagen, ich bin ab heute Teststelle und kann abbrechen. Das geht nicht. Sie müssen beauftragt werden durch die zuständige Behörde vor Ort. Das heißt also, es muss ein Gesundheitsamt, eine Behörde vor Ort oder eine Landesbehörde entschieden haben, sie beauftragt haben, schriftlich, dass sie jetzt Teststelle sind. Erster Teil. Zweiter Teil ist dann eben die Möglichkeit tatsächlich zur Abrechnung. Und ich sage noch einmal, übrigens auch gerade mit dem, was da, wo ich unterwegs bin, ich wahrnehme, sowohl in meinem münsterländischen Heimatdorf mit 3.700 Einwohnern wie im tausendmal so großen Berlin, sind Teststellen entstanden, die genutzt werden. Also die meisten Teststellen, an denen ich vorbeikomme, selbst an Pfingstsonntag bei der Radtour standen Schlangen vor, weil Menschen getestet werden wollten. Ja klar, aber Sie wissen auch, dass da, ganz viele... Entschuldigung, können wir erstmal antworten lassen, bevor Sie nachfragen. Dankeschön. Kein Problem. Dann ist es eben so, dass viele dieses Angebot auch nutzen. Und es war wichtig, diese Infrastruktur zu haben und zu machen. Und das ist für viele, die diese Angebote erbringen, die Refinanzierung dieses Angebots. Insofern ist es erstmal die Möglichkeit, einen Bürgertest kostenlos für die Bürger möglich zu machen, der dann eben entsprechend auch vergütet wird. Und jetzt schlage ich einfach mal vor, dass wir jetzt auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und die Ermittlungen der Behörden abwarten. Weil bis jetzt jedenfalls ich noch nicht einschätzen kann, welche Größenordnung das hat. Wie denn auch? Bis jetzt kenne ich Einzelfälle, wo Staatsanwaltschaften ermitteln. Ich weiß nicht, ob Sie bessere Erkenntnisse haben. Und insofern schlage ich doch vor, dass wir das jetzt auch abwarten und sich ergeben lassen. Ansonsten ist jetzt mein Eindruck, ich bin jetzt wirklich ein enger Verfolger der Politik in den Niederlanden, dass wir in allen Ländern Europas in dieser Pandemie, in einer besonderen Ausnahmesituation, unsere Herausforderung hatten, immer die richtige Balance zu finden zwischen dem, was wir in normalen Zeiten an Vorgaben und Regeln und Mechanismen machen würden und dem, was dann, wenn es eben auch schnell und pragmatisch gehen soll, dann notwendig ist.
Und so ist es auch hier gewesen. Und ich bleibe dabei, es ist was entstanden, was so Anfang März keiner erwartet hat. Also Anfang März war die Debatte in Deutschland, warum hat Österreich mehr Teststellen als wir? Und es gibt, glaube ich, kein anderes Land in Europa, das mehr Möglichkeiten, niedrigschwelligen Tests zu haben, hat als wir. Kurze Nachfrage. Dafür will ich auch nochmal die 660 Millionen Euro einordnen. Das ist viel Geld. Aber wenn Sie die Vergütung für den Test mal dagegen nehmen, sind das um die 40, 45 Millionen Tests. 40, 45 Millionen Tests abgerechnet in 4 Wochen, kann ich jetzt noch nicht erkennen, dass das sozusagen eine übermäßige Vermehrung der abgerechneten Tests in Relation zum Testangebot und der Zahl der Bürgerinnen und Bürger ist. Und deswegen klären wir das jetzt auf. Vor 4 Wochen gab es Berichterstattung, dass Teststellen auf ihr Geld warten und wie es überhaupt sein könnte, dass man nicht viel schneller die Teststellen bezahlt. Jetzt ist ein anderes Thema im Mittelpunkt und meine Aufgabe jedenfalls ist es ja, jetzt Sachverhaltsaufklärung zu machen und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Probleme, die da sind, die sich zeigen, dann auch aufzuarbeiten und zu lösen. Ja, klar. Mit Blick auf die Uhr bitte eine kurze Nachfrage und auch die Bitte um eine kurze Antwort, weil ich würde gerne noch 3 weitere Fragen aufrufen. Gut. War es nicht einfach naiv oder vielleicht fahrlässig, dass Sie diese Verordnung nicht von Anfang an richtig gemacht haben, dass nicht die Betreiber dieser Corona-Teststellen einfach nicht selber angeben können, wie viele Tests sie gemacht haben und damit einfach fantasiemäßig das 100- oder 1000-fach übertreiben pro Tag, womit dieser große Betrug auch Tür und Tor geöffnet wurde? Also zuerst einmal wissen weder Sie noch ich, in welchem Umfang, weil ich finde, das ist mir zu pauschal zu sagen, alle Teststellenanbieter, also Entschuldigung, würden das entsprechend machen. Es gibt jetzt Situationen, wo die Staatsanwaltschaft ermittelt und da, wo jemand etwas abrechnet, was er nicht erbracht hat, begeht er Betrug. Das ist strafrechtlich relevant. Das ist kriminell und kriminelles Handeln muss geahndet werden. An dieser Stelle und es wird auch geahndet. Und das Zweite ist, es muss für die Sachkosten, die Unterlagen müssen ja aufbewahrt werden. Entschuldigung, Sie haben jetzt nicht das Wort und wir machen hier keine Einzeldiskussion. Es gibt eine Frage und es gibt eine Antwort. Und wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann ist das Ihr Problem. Aber Sie haben jetzt nicht das Wort, sondern der Herr Minister antwortet. Okay? Danke. War ja auch noch mittendrin. Was die Frage der Sachkosten angeht, gibt es ja entsprechende Nachweise, nämlich eben die Rechnungen für den Einkauf. Und auch die können ja übrigens auch nach Verordnung noch nachträglich bis zum Ende des Jahres 2024 überprüft werden. Aber ich sage noch einmal, die Herausforderung für uns alle in dieser Pandemie ist es ja, die richtige Balance zu finden zwischen pragmatisch, schnell, unbürokratisch. Das ist das gleiche Thema in einer anderen Dimension natürlich, aber wie bei der Frage, welche Informationen kriegen wir aus den Arztpraxen? Es gibt sozusagen die Idealbeschreibung und es gibt das, was im Alltag dann umsetzbar ist und auch gut umsetzbar ist. Und ich wünsche mir einfach für unsere Debatten in Deutschland, dass wir bei diesen Debatten auch diese Balance finden, nämlich die Probleme besprechen, sie aufarbeiten, die Behörden wie die Staatsanwaltschaften. Ich meine, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sind ja keine Kleinigkeit, die da stattfinden. Sie finden zu Recht statt, aber sie finden statt. Das ist ja auch richtig so. Dass wir aber gleichzeitig eben auch miteinander wahrnehmen, was da an Angebot entstanden ist, das viele Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich nutzen. Und mir ist einfach wichtig, dass jetzt über sozusagen diese Diskussion nicht die Bereitschaft zum sich beständig immer wieder auch selbst Sicherheit geben und im eigenen Umfeld durch Testen in Frage steht. Und an der Stelle wäre es jetzt schön, wenn ein Kollege nachhacken könnte und würde, aber stattdessen wird eine schriftliche Frage vorgelesen. Thema beendet. Dann eine Frage von Eva Ellermann aus dem ARD Hauptstadtstudio an Herrn Wieler. Was halten Sie von der Aufhebung der Pflicht zum Homeoffice ab 1. Juli? Ja, und dann ging es weiter. Wie es der Zufall wieder wollte, war ich eigentlich als Letzter geplant. Dann wurde ich doch noch als Vorletzter drangenommen. Und obwohl es hier durchaus Usus ist, dass viele Kollegen auf die Nachfrage verzichten und 2 Fragen stellen, wurde mir das heute nicht gestattet. Schauen Sie sich die Szene an. Herr Reitschuster, wollten Sie zu Corona fragen? Ja,
Gut, dann ziehen wir das vor. Herr Spahn, Ihr Sprecher hat am Freitag gesagt, die kassenärztlichen Vereinigungen prüfen die Rechnungen aus den Testzentren auf Plausibilität, dass ich es noch herausbekomme. Die kassenärztliche Vereinigung hat heute gesagt, das machen Sie nicht. Was stimmt da nicht, wer lügt? Und das Zweite statt einer Nachfrage, Sie waren in Südafrika hochintensiv. Eine Frage, eine Nachfrage, bitte, Herr Weitschuster. Statt einer Nachfrage. Nein, da darf man eine Frage, eine Nachfrage. Nein, wir haben das jetzt seit... Ich diskutiere das mit Ihnen hier nicht, Herr Reitschuster, sondern Sie haben eine Frage gestellt und die beantwortet der Minister jetzt. Ich habe sogar die zweite verstanden und mache sie, wenn ich darf, kurz mit. Also auch hier wieder spannend, das Mikro bei mir sofort abgestellt, während es bei anderen Kollegen oft noch an ist, während die Gesprächspartner schon antworten. Es gibt gleiche und gleiche. Zum einen, was die Frage angeht, der Kontrolle durch die kassenärztlichen Vereinigungen, ist es ja die Abrechnung, die da gemacht wird bei den Kassen. Und Sie bekommen übrigens auch einen Verwaltungskostenersatz dafür, dass Sie diese Funktion wahrnehmen. Und ich habe ja selbst mit den Vertretern der kassenärztlichen Bundesvereinigung selbst heute Morgen noch Kontakt gehabt in dieser Frage. Und wir reden jetzt miteinander, ob und wie man die Kontrollmöglichkeiten und auch da wieder unter vertretbarem Aufwand. Ich meine, 15.000 Teststellen rechnen ab. Da kann man natürlich nicht jeden Tag jede Einzelrechnung sozusagen händisch dann kontrollieren, wie wir das unter vertretbarem Aufwand noch besser hinkriegen. Was die Frage angeht der Reise, ist das ja eine bewusste Ausnahme und Möglichkeit, gerade auch unter besonderen Bedingungen, die eine solche Delegationsreise mit sich bringt, mit den entsprechenden Schutzkonzepten. Auch, wissen Sie, die Reise hat ja nicht wegen der trotz der Pandemie stattgefunden, sondern wegen der Pandemie. Entsprechend weiterhin für unsere nationalen Interessen, die Interessen Europas und unsere Interessen zur gemeinsamen Bekämpfung der Pandemie im internationalen Austausch zu sein. Und wenn Präsident Macron rund um das Thema von Impfstoffproduktion in einer Kooperation Frankreich, Deutschland, Deutschland, Frankreich mit Südafrika darum bittet, dass die Bundesregierung Teil seiner Delegation ist, dann ist das, finde ich, in dieser Pandemie für die deutsch-französische Zusammenarbeit und für die europäische Zusammenarbeit mit Afrika nicht nur ein wichtiges Zeichen, sondern es hat auch in der Sache bei dem, was wir zusammen erreichen konnten, einen wichtigen Unterschied gemacht. Entscheidend, da bin ich aber bei Ihnen, sind entsprechende Test- und Sicherheitskonzepte. Und deswegen ist das eben in der Abwägung verantwortbar. Nein, es gibt keine Nachfrage. Herr Reitschuster, Sie haben jetzt nicht das Wort. Herr Reitschuster, Sie haben jetzt nicht das Wort. Das Wort hat Herr Jordans. Das Wort hat Herr Jordans. Alle dürfen Nachfragen stellen, nur ich nicht. Sie haben zwei Fragen gestellt. Nein, Sie haben mich unterbrochen in der zweiten Frage. Sie haben aber zwei Antworten bekommen. Der Minister ist so freundlich. Herr Jordans, Sie haben das Wort. Okay. Ja, Herr Spahn war so lieb, dass er die zweite Frage aufgriff. Da ging es natürlich darum, warum er Sonderrechte hat als Regierungsvertreter, während der Normalsterbliche nach Reisen in Virusvariantengebiete 14 Tage in Hausarrest musste und sich auch nicht freitesten kann, zumindest nicht kurzfristig. Und auch Geimpfte und Genesene fallen unter diese Regelung. Warum darf er hier diese Sonderwurst haben? Er hat es beantwortet, obwohl ich die Frage nicht stellen konnte. Und da ich die zweite Frage nicht stellen konnte, wäre es in meinen Augen fair gewesen, mir dann zumindest die Nachfrage zu gestatten. Nur Ron Savelberg hat sich dann empört, gesagt, warum darf der nicht nachfragen. Also in meinen Augen, wenn das Reglement immer so unterschiedlich ausgelegt wird, ist das problematisch. Ich fand es spannend, wie Jens Spahn von meiner eigentlichen Frage ausgewichen ist. Und da hätte ich ihn einfach gerne nochmal festgenagelt. Weil die Frage war ja, das Ministerium sagt, kassenärztliche Vereinigungen prüfen auf Plausibilität. Die kassenärztlichen Vereinigungen sagen, sie tun das nicht. Ja, schneidet es sich doch. Für mich nicht aufgelöst, dieser Widerspruch. Dann ging es weiter. Herr Savelberg hat sich sehr gewundert. Er sagte, hier sind die ganzen Skandale und dass der Minister nicht gegrillt wird, dass stattdessen sehr viele Fragen gestellt werden, die er jetzt nicht als so brisant empfindet oder das sehr
allgemein gefragt wird, schauen wir uns hier ein paar Fragen an. Bei den Antworten werde ich herauskürzen, weil die sonst zu lange sind. Herr Kollege. Ja. Nein, Entschuldigung, Herr Kollege hier vorne. Sie haben kein Mikro. Sebastian Heinrich vom Nachrichtenbund Watson. Ich habe immer eine Frage zur Perspektive junger Menschen auf diese Krise. Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende in mehreren deutschen Städten Feiern mit hunderten jungen Menschen. Teilweise musste die Polizei intervenieren. Was ist jetzt Ihre Botschaft an die jungen Menschen, die jetzt nach fast anderthalb Jahren Pandemie einfach das Leben wieder genießen wollen und raus wollen? Also das bricht sich ja jetzt Bahn. Herr Grimm, bitte. Herr Wieler, Herr Spahn, ich hätte eine Frage, ob es konkrete Folgen gibt, die aus dieser Herabstufung der Gefährdungslage sich ergeben. Das möchte auch Basil Wegener von dpa gerne wissen. Konkrete Folgen sind ja dieser Öffnungsplan. Also wenn Sie Kontroll-Covid anschauen, dann ist es so, dass wir ja abhängig von diesen Indikatoren, die da drin stehen, das sind ja hauptsächlich vier Indikatoren, halt verschiedene Öffnungsschritte auch sagen wir, ermutigen oder zulassen oder wünschen. Zwei Fragen zur 7-Tage-Inzidenz, einmal von NBA, einmal aus dem Korrespondentenbüro Herholz. Warum steigt die 7-Tage-Inzidenz leicht, wenn die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen im Vergleich zur Vorwoche jeden Tag gesunken ist? Ja, das ist eine Frage, die uns schon oft gestellt wurde. Wie gesagt, man berechnet eben immer über ein Fenster von 7 Tagen. Und nicht eben auf einen Tag genau. Und dann kann es sein, dass durch Nachmeldungen, und das ist ja dieses Thema, was ganz am Anfang für so viel Verwirrung gesorgt hat, Nachmeldungen aus den Gesundheitsämtern, die verändern das dann noch. Und das ist der Grund dafür. Frau Spiekermann. Ich habe jetzt eine Frage zu Tests. Ne? Wir können gerne den Aspekt wechseln. Den habe ich hier nämlich auch noch irgendwie ganz groß auf der Liste. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ich mich auch. Frau Spiekermann, ZDF-Hauptstadtstudio. Ich wüsste ganz gern, diese Tests, das ging jetzt hin und her, wer kontrolliert oder wer, also das Schwarze-Peter-Spiel, also wie ist denn jetzt der Stand jetzt? Also wer würde denn kontrollieren, wer ist da zuständig? Also ich habe ja gestern Morgen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, den 16, eine gemeinsame Schalte gehabt zum Impfen und zum Testen und wir haben gerade diese Frage natürlich aktuell nochmal sehr besprochen. Und was wichtig ist, ist auch die gemeinsame Botschaft, war auch einhellige Meinung, dass mit dem breiten Testangebot, das entstanden ist, weit über 15.000 Teststellen im ganzen Land, wir gerade auch in der dritten Welle und zum Brechen der dritten Welle, zum Ausleuchten des Dunkelfeldes, wir einen wichtigen Unterschied haben machen können. Ja, das Impfen war dann noch ein großes Thema. Hier noch etwas zum Thema Impfen. Herzlichen Dank bis hierher. Willkommen zu Ihren Fragen und die konzentrieren sich zumindest online vor allen Dingen auf das Thema Impfen. Ich bräuchte dann nochmal aus dem Saal ein Handzeichen, wer sich damit beschäftigen möchte. Dominik Guggemoos, NBR, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, berechnet, dass mindestens die erste Impfung für 75% der Bevölkerung ab 12 Jahren bis in die zweite Julihälfte machbar sei. Voraussetzung sei, dass Johnson & Johnson wie angekündigt liefert. Teilt das Robert-Koch-Institut diese Berechnung? 75%? Was war die Frage genau nochmal? Für 75% der Bevölkerung ab 12 Jahre bis in die zweite Julihälfte ist die erste Impfung möglich. Voraussetzung, Johnson & Johnson liefert wie angekündigt. Also so ein bisschen Dreisatz. Wenn Sie möchten, da ich den ganzen Tag vom morgendlichen Duschen bis ins Bett gehen rechne im Kopf rund ums Impfen, kann ich gern was dazu sagen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Also ich kann jetzt nicht die genaue Zahl bestätigen. Was wir sehen ist, dass wir uns aber eine vergleichbare Zahl vielleicht, die deutlich macht, welche Geschwindigkeit wir haben. Stand jetzt, muss man immer dazu sagen, wenn die, und jetzt ohne Johnson & Johnson, wenn die vor allem die BioNTech-Lieferungen kommen, wie geplant, werden wir bis Mitte Juli 80-90% der impfbereiten, impfwilligen Erwachsenen ein Angebot gemacht haben können. Christine Joachim aus dem ARD Hauptstadtstudio. An Sie beide geht meine Frage. Es gibt ja das Problem, dass bei der Erhebung der Daten der geimpften Personen nicht ausreichend dokumentiert ist, wo diese Personen leben. Das liegt ja wohl vor allem an den Hausärzten, wenn ich es richtig verstanden habe, weil aus den Impfzentren die Postleitzahl, um die es ja vor allem da geht, sehr schnell übermittelt wird bei den Hausärzten, aber frühestens wohl die ersten jetzt im dritten Quartal
über die KV und dann ans RKI übermittelt werden. Und das ist ja insofern wichtig, als dass man ja davon ausgehen kann, dass es im Herbst wieder steigende Infektionen gibt und in solchen Gegenden dann ja auch mit Ausbrüchen oder vielleicht sogar vierten Wellen, lokalen vierten Wellen zu rechnen ist. Wie gehen Sie dieses Problem an? Sind Sie schon dabei, da irgendwie vorzugehen, dass das eben schneller geht, diese Daten zeitnah zu haben? Danke. Frau Kollegin, zum Aspekt Impfen, bitte, wenn Sie sich vorstellen. Ja, Angela Misselbeck, Ärzte-Nachrichtendienst. Uns haben Berichte erreicht, wonach Hausärzte ihre eigene Priorisierung begonnen haben und nur solchen Patienten eine Covid-Impfung anbieten, die in die hausarztzentrierte Versorgung eingeschrieben sind. Was halten Sie von dieser Form der Priorisierung? Also ich höre jetzt darüber zum ersten Mal. Grundsätzlich entscheiden natürlich die Ärztinnen und Ärzte. Es ist ja immer eine beidseitige Entscheidung des Impfenden und des Zuimpfenden, ob und wer geimpft wird. Henrike Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Am 7. Juni wird die Priorisierung aufgehoben. Trotzdem haben noch viele in der Prio-Gruppe 3 keinen Impftermin. Was folgt aus diesem Umstand für das weitere Vorgehen in der Impfkampagne? Also zuerst einmal ja. Es gibt noch sowohl, glaube ich, in Gruppe 1, 2 und 3. Und das ist immer schwierig. Sie müssen ja sehen, wir haben eine Herausforderung. Wir wissen, dass nicht 100% Impfbereitschaft da ist. Auch, also die Impfbereitschaft ist umso höher, desto älter. Das sehen wir in allen Umfragen. Das sehen wir im Übrigen ja auch durchaus bei den Impfungen selbst, auch in anderen Ländern. Was mich dann auch wunderte, es gibt jetzt neue Untersuchungen Münchner Universität, dass die Bundesnotbremse nichts brachte. Das wurde heute leider nicht gefragt. Dafür gab es im Gegenteil eine Frage, die ich so auffasste. Wie kann das sein, dass die Bundesnotbremse jetzt außer Kraft treten soll? In meinen Augen die Frage dahingehend, die muss doch bestehen bleiben. Schauen Sie sich das an. Eseke Erik, NTV und RTL, hat am Rande was mit den Inzidenzwerten zu tun. Die Frage bezieht sich genau genommen auf die Bundesnotbremse. Die läuft jetzt demnächst aus. Und da ist die Frage, war es dann das damit? Wird darüber nochmal irgendwann final entschieden? Oder warum behält man die nicht einfach präventiv bei? Dann hat man sie im Ernstfall und so lange greift sie ja ohnehin nicht. Dankeschön. Also zuerst einmal, es ist, sind noch gut vier Wochen bis zum 30.06., wo sie gesetzlich weiter gilt. Aber das ist ja das, was vereinbart war, was im Übrigen auch ja auch für die verfassungsrechtliche Einordnung, für die Verhältnismäßigkeit immer auch mit unser Argument war, dass das jetzt in der dritten Welle, in der Phase, in der wir waren, nach Ostern in der Sachlage wie in der politischen Lage ein notwendiges Instrument war. Und es hat zumindest mitgeholfen, die heutige Situation zu erreichen. Und wenn die Zahlen sich so weiterentwickeln, dann kann sie auch am 30.06. und wird sie auch auslaufen. Also dann ist sozusagen die bundesgesetzliche Regelung zu Ende. Das heißt aber nicht, dass damit alle Maßnahmen zu Ende sind und auch die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden ja nächste Woche, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, mit dem Ministerpräsidenten, mit den Bundesländern nochmal darüber reden, wo wir auch stehen, wie es dann auch weitergeht im Sommer mit weiteren Schritten. Und natürlich sind wir alle gehalten, weiterhin auch idealerweise regional frühzeitig, also gar nicht so eine Bundesnotbremse, wie der Begriff schon sagt, Notbremse über alles, sondern ideal wäre und bleibt ja, wenn in dem Moment, wo es regional, lokal, in einer Stadt, in einem Landkreis auf einmal stark steigende Zahlen gibt, dann sofort und nicht erst wieder bei 100, sondern idealerweise dann viel früher so beschränkt wird, dass dann auch sehr schnell die Zahlen wieder sinken. Und dieses Spiel wieder zu bekommen, sozusagen der regionalen Maßnahmen nach Inzidenzentwicklung, darum geht es eigentlich und nicht um Bundesnotbremsen, die eben in einer Notsituation gesetzlich verankert wurden. Vielleicht nur eine Lernfrage im Nachsatz, wenn die ausgelaufen ist, wie schnell kann man die dann im Ernstfall reaktivieren? Denn davon wird ja häufig gesprochen, dass die ja dann nicht für immer weg sein müsste und dass man sie auch zurückholen könnte, wenn der Bedarf ist. Danke. Also mein Ziel aus heutiger Sicht wäre es, dass wir es gemeinsam schaffen, dass wir eine solche Maßnahme nicht nochmal brauchen. Man kann nichts ausschließen, aber das ist ja das eigentliche Ziel, durch Impfen und Infektionszahlen niedrig halten und übrigens auch durch Vorsicht beim Reisen. Natürlich und viel testen beim Reisen. Ich meine, wir müssen mal sehen, im Vergleich zu letztem Sommer, im Moment wird bei jedem Flug nach Deutschland vor Abflug getestet und muss gezeigt werden. Wir haben ja ein paar andere Maßnahmen auch als noch vor Monaten da. Das ist ein Gesetz,
Ein Gesetz braucht immer 1 bis 2 Sitzungswochen. Aber wenn es schnell gehen soll, geht es auch innerhalb einer Woche, wenn alle Verfassungsinstitutionen mitmachen wollen. Aber ich will, wissen Sie, jetzt kommt in Zweifel die Überschrift. Spahn sagt, innerhalb einer Woche kann die Bundesnotbremse wieder eingeführt werden. Das war jetzt nicht meine Botschaft an dieser Stelle, sondern die eigentliche Botschaft ist ja, wir stufen gerade von sehr hoch auf hoch runter, weil wir unter anderem mit der Notbremse die Zahlen so runtergebracht haben, dass wir sie absehbar nicht brauchen. Ja, mir tut das immer weh, nur eine Frage zu haben. Und ich hätte noch so viel gerne gefragt, etwa wie man das alles jetzt doch noch beibehält, wenn doch die Zahlen wirklich massiv entspannt sind, wie man jetzt so tut, als ob das so überraschend sei, dass das Virus jetzt zurückzieht, sich zumindest stark zurückzieht. Ich dachte immer, das ist so üblich, wenn der Sommer anfängt, im Spätfrühling. Und hier wurde das ja nun so dargestellt, als sei das das Verdienst der Bundesregierung. Und die Münchner Untersuchung kommt ja zu einem anderen Ergebnis, auch andere Untersuchungen. Also wie gesagt, ich hätte mir da deutlich mehr Grillen erwünscht und so auch der holländische Kollege. Das war's für heute. Schauen Sie wieder rein. Lassen Sie sich überraschen, was als nächstes kommt. Abonnieren Sie. Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, und fast halt hätte ich es vergessen. Gestern bekam ich Anwaltspost vom Anwalt von Thilo Jung, der heute nicht da war, weil ich 3 Schnipsel aus einem Video von ihm verwendete. Ich wusste nicht, dass das von ihm ist. 2 Sekunden Cybert, 2 Sekunden Cybert, 7 Sekunden Cybert. Er hat mir daraufhin geschrieben, ich solle das runternehmen. Dann habe ich es offline gestellt und jetzt 3,5 Wochen später kommt der Brief vom Anwalt. Gegenstandswert 30.000 Euro. Anwaltsrechnung 1.500 Euro und Honorarforderung 500 Euro für 11 Sekunden. Als ich das einem Kollegen erzählte, sagte er, das müssen Sie schreiben mit der Überschrift Jung und lukrativ. Jung und naiv ist ja das Motto von Thilo Jung. Mich hat das gewundert. Unter Journalisten geht man so nicht um, aber er schreibt, sagt ja auch, ich sei niemand, der Journalismus betreibe. Aber lassen wir das, das wäre zu viel Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ich so tolle Leser habe, wo ich weiß, die unterstützen mich auch hier. Darum brauche ich da auch nicht nervös zu sein und keine Sorgen zu machen. Ich weiß, ich kann mich auf meine Leser verlassen. Lesen Sie die Geschichte auch auf meiner Seite. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Backstage habe ich keines, dafür einen russischen Witz, der auch ein bisschen mit Corona zu tun hat. Die Russen machen sich darüber lustig, dass die Deutschen hier so ganz regeltreu sind. Und da gibt es eben den Witz, wie ein Polizist auf der Golden Gate Bridge in Amerika erzählt, wie er jeden dazu bringen kann, in die Fluten zu stürzen sich. Und er sagt, beim Amerikaner ganz einfach, sage ich, hier ist gerade jemand mit einem Koffer mit 1 Million Dollar runtergesprungen, der Koffer schwimmt noch hier, Sie sehen ihn nur sehr schlecht. Sagt der Amerikaner, wo, hier rein. Sagt er, beim Franzosen auch ganz einfach, beim Franzosen sage ich, hier ist gerade eine wunderschöne, junge, hübsche Frau runtergesprungen, ganz spärlich begleitet, man sieht es jetzt hier nicht, aber ich bin sicher, wer die rettet, der wird auserwählt. Franzose, wo, hier rein. So, und jetzt habe ich im Eifer des Gefechtes, wo es um die jungen, hübschen Frauen ging, mein Mikrokabel getrennt. Eifer des Gefechtes, das Mikrokabel getrennt. Ich wiederhole es nochmal, weil es wahrscheinlich nicht hörbar war. Dann erzählt der Polizist weiter, bei einem Russen ist es auch ganz einfach. Da sage ich, es ist strengstens verboten, hier runter zu springen. Dann sagt der Russe, was, du willst mir was verbieten? Mir! Und springt. Und beim Deutschen sagt er auch, wissen Sie, es gibt hier eine Vorschrift, Sie sind verpflichtet, jetzt runter zu springen. Dann springt der Deutsche. Was Russen und Deutsche und Corona angeht, bestätigt sich genau das, dieser Witz. So, den Backstage-Eindruck habe ich ja noch zustande gebracht durch das Trennen des Kabels, Gott sei Dank. Das war's für heute, direkt aus dem Platz vor der Bundespressekonferenz. Morgen ist wieder Bundespressekonferenz. Ich schaue, dass ich wieder dabei bin und Sie dann informiere. Fragen habe ich viele. Alles Gute. Danke. Ciao.